Die erste Etappe haben wir geschafft. Ich habe dem Sascha jetzt einfach mal sein Mikrofon geklaut und ja, wir stehen jetzt hier wieder am Kulturkanal. Das Schiffchen, das erste, fährt schon vorbei und ich denke, wir werden ein bisschen weiter in die Richtung gehen, am Kanal entlang und werden uns so langsam Richtung Norden von Oberhausen schlagen. Und ich bin sehr gespannt, was da auf uns wartet. Aber Thema Kulturkanal, ich denke mal, das wird spannend. Ruhrgebietsentspannung. So, wir haben jetzt erstmal den Knall kurzzeitig mindestens hinter uns gelassen, aber wir sind wieder beim O und es geht weiter. Der Uferweg, den sind wir gerade ein bisschen entlang gelaufen. Da hinten wird es ein bisschen urbaner. Den Gasometer konnten wir natürlich auch schon aus der Entfernung sehen. Wie gesagt, Kulturkanal. Aber wo führt uns das O jetzt hin? Da wollen wir mal nachschauen. Okay, jetzt sind wir schon ein ganzes Stück durch den urbanen Raum gelaufen, durch Buschhausen durch und jetzt sind wir hier an der Baumeistermühle. Die sieht man immer schön von der Autobahn, wenn man hier vorbeifährt und ist das erste Wahrzeichen nach dem Gasometer und dem Kulturkanal, dem wir jetzt hier quasi so ein bisschen auf die Spuren kommen. Ja, sehr schön und auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Hat erstmal nass geschwitzt. Ja, aber ordentlich, ne? Obwohl die Sonne noch gar nicht rausgekommen ist, höchstens die Sonnenblumen allerdings, die sind da. Ja, sehr schön. Also auf ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht wieder von der Wegführung. Ja. Wo sind wir gestartet? Ab Buschhausen, Lierich. Genau. Lierich, durch ja, Buschhausen. Schleuse genau. Lierich. Ja. Richtung Buschhausen, was haben wir noch gemacht? Durch Buschhausen durch, könnte man sogar schon sagen. Ja. Baumeistermühle. Richtig, wir nähern uns jetzt, glaube ich, Bifang. Und wenn ich recht informiert bin, dürfen wir dann die nördliche Richtung weiter einschlagen über Holten, Richtung Schmachtendorf, was haben wir noch, Hühnerheide. Mhm. Also es verspricht tatsächlich, wir werden noch ländlich zu werden. Sehen. Ja, definitiv. Also wenn es weiterhin an so ganz wunderbaren Sonnenblumen vorbei. Ja, die Abwechslung macht es aus. Ne? Das ist, würde ich sagen, fehlt jetzt noch eine Bank. Ah ja, ich bin Kaffee, heute, ne? Ja, ich bin Und Potteinander, jetzt wo ich hier das Mikro habe, kann ich dir auch ein paar Fragen stellen eigentlich, ne? Ach, du liebe Zeit. Bin jetzt gar nicht vorbereitet. Ja, Überraschungsangriff. Ich glaube, Potteinander steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen und hat gerade den vierten Geburtstag gefeiert. Das ist schön. Unter diesem Namen. Vorher war ich immer so verteilt in diversen sozialen Netzwerken und habe mich da so ein bisschen ausprobiert. Ja. Letztlich, weiß ich gar nicht, habe ich es einfach mal unter einem Namen zusammengefasst, dann an einem um eine Homepage herum gebündelt und dann so ein bisschen netzwerkförmig ausgebaut und eigentlich ist das ja mehr oder weniger mein persönliches Tagebuch und nimmt interessante Wege, wie ich finde. Ja, das ist doch super. Ja. Also ein bisschen überraschend kam es dann. Absolut. So viele Fotos machen, wie du möchtest. Ja, fotografiere ruhig. Ich nehme dich einfach auf. Du hast ja den Ton. Achso, ja, dann kann ich dabei auch reden. Ja, geht zusammen nicht so gut, ne? So. Ja, perfekt. Fotobomb. Warm ist es doch geworden. Sehr. Also, kann sich sehen lassen. Wanderwetter, würde ich sagen. Absolutes Wanderwetter. Wo wir hier gerade hinter der Ruhrchemie sind und uns so ein kleines bisschen lost vorkommen. Lost in Oberhausen, aber wir haben unseren Weg wieder gefunden. Ja, der war einmal ganz kurz baustellenbedingt nicht auffindbar und augenblicklich jetzt ist das schräge O irgendwie verloren gegangen. Ja. Man muss ein bisschen improvisieren. Wir befinden uns jetzt hier auf einem Weg, der auf der Karte als Kuhweg zu erkennen ist. Genau, hat aber relativ wenig Kühe dafür, dass es ein Kuhweg ist. Absolut. Aber dafür gibt es Pferde. Also aber wir dürfen aber nicht sehr weit weg sein. Warte, ich drehe mal die Kamera. Schwupp. Denn da hinten, da ist die Kurfürstenstraße. Ja? Und wenn man da hinten rüber schwenkt, da sehe ich schon tatsächlich Holten. Ich sehe schon wieder eine Mühle. Eine Kirche. Jo, eine Kirche, eine Halde. Und die Hühnereier. Ganz genau. Die dicken Eier von Holten. Also, wir sind nicht mehr ganz lost. Weiter geht's. Wir haben unseren Weg gefunden. Da sind wir wieder. Zurück. Und wir haben es geschafft.
ein ganz ordentliches Stückchen, schön durch die Sonne. Ich habe es flimmern sehen. Ja, ich auch. Es flimmerte über dem Asphalt. Ja. Also es ist schon eine spannende Strecke. Also wir sind hier in einem sehr speziellen Gebiet. Ein bisschen ab von der Tour, muss man tatsächlich dazu sagen. Off-Track, ja. Genau, wir mussten ein kleines bisschen klettern. Wir werden das aber nochmal vermerken, wir wahrscheinlich. Ne? Ich denke. Ja. Also immer gut auf den Weg achten. Genau. Bauzäune und so weiter, neue Wege tun sich auf. Ja. Ich habe so ein bisschen halluziniert, deswegen habe ich nicht immer genau gesehen, wo ich lang gelaufen bin. Aber jetzt erstmal heute Mittag, also melden uns zurück, uns geht's gut. Jetzt erstmal trinken gleich ganz viel, ich kann nicht mehr. Päuschen. Päuschen. Die Hoag-Trasse haben wir erreicht. Wir sind auf der Hoag-Trasse, ja, wunderbar. Nach einem kurzen Päuschen, endlich haben wir es mal geschafft. ja, mitten durch Holten einmal durch. Auch das sehr schön. Also die Route besticht tatsächlich dadurch, dass es vollkommen unterschiedliche Gebiete gibt. Urban, ländlich, Hoag-Trasse. Von daher lassen wir uns mal überraschen. Wir brechen jetzt auch schon wieder die letzten paar Kilometer an. Stimmt, dann sind wir auch durch mit der zweiten Etappe schon. Ja, mal gucken. Jetzt geht's erstmal über die Emscher. So ist es. Herrlich, weiter geht's. Da vorne, ne? Der Mann, der da hinten sitzt, ne? Das ist mein Wir haben doch tatsächlich auf der Hoag-Trasse einen Versorgungsposten. Dringend notwendig. Was kommt jetzt? Herrlich! Herrlich! Wunderbar! Hallo! Großartig! Ja. So, das ist unser Versorgungsposten. Wir haben eine Wasserstelle hier. Sehr schön! Ich fühle mich richtig erfrischt nach der Versorgungsstation mit den Wasserschwämmen. Ja, neue Kräfte gesammelt, würde ich sagen. Ach, ja, guck mal. Noch mal ein bisschen Idylle. Ja, ein bisschen dann Pferde. Meinst du noch mal einen kleinen Ausritt hier auf dem Pony? Vielleicht können wir uns den Rest dann auch einfach ein bisschen mit einer Pferdestärke. Das ist eine gute Idee. Ja, oder? Wir reiten demnächst um Oberhausen rum. Plan für die nächste Tour. Ja, Wahnsinn. Okay. Noch mal das Outback von Oberhausen. Genau. Ach, ganz wunderbar. Guck mal. Wir sind jetzt hier hinter der Ruhrchemie, über den Feldern, noch Holten, Barming-Holten. Ah. Hier wird es direkt meditativer. Ja, auf jeden Fall. Ne? Man wandert so ein kleines bisschen. Ja, so ein kleines bisschen rund um Oberhausen, könnte man sagen, wandert man. Ich bin immer noch so ein bisschen dizzy, ey. Ja. Ich habe so viel die Sonneneinstrahlung heute. Flüssigkeit verloren. Die letzten paar Meter und wir sind zum ersten Mal im Wald. Komplett im Grünen. Komplett im Grünen. Das ist einfach herrlich. Ist es. Ah. Sonnenschutz obendrein. Genau, also auch sehr schön. Klima her wertvoll. Ich bin jetzt wirklich, wirklich nass. Also ich fand es über die Felder von Holten. Echt, das war schon ordentlich. Die haben geschlaucht, könnte man sagen. Sehr. Wir melden uns doch gleich nochmal zur Abmoderation und so genießen nochmal. Das Grün. Das Grün. Jetzt kriegen wir auch sogar noch eine Naturlehrfahrt zum Abschluss. Also es wird immer besser und haben Bergmolch und Grasfrosch eingeladen, um schön mit uns die Abmoderation zu machen. Aber die verstecken sich wohl gerade. Ja, ich glaube, hier ist auch ein Riesengebiet für ganz große Mücken. Ja. Das kann sein, ja. Jetzt haben wir tatsächlich die 12 Kilometer schon wieder geschafft. Wir sind gleich am Ende unserer kleinen Etappe. Das war Nummer 2. Und jetzt sind wir mitten im Wald und das ist doch schon mal ein spannender Ausblick auch für Etappe 3. Dann muss es da ja wieder losgehen. So ist es. Also, kurzes Fazit zu heute. Es war warm. Also, heute war sehr warm, ja. Und zur Strecke hat sich tatsächlich schneller angefühlt als die letzte, obwohl es streckenmäßig eigentlich so ziemlich die gleiche war. Ja. Hat aber auch ein bisschen mehr geschlaucht gefühlt. Also zumindest mich, aber mag auch an der Sonne gelegen haben, oder? Ja. Witzige Sache, mein Papa mit dem mit dem Versorgungsstand. Sehr, sehr geil. Der holt uns übrigens auch gleich wieder ab. Das heißt, wir kommen auch wieder zu unserem Ausgangspunkt an der Schleuse Lierich. Genau. Und dann dürfen wir uns auch schon wieder für dieses Mal, für heute verabschieden.
herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ja, seid auch gerne beim nächsten Mal wieder mit dabei. Genau, folgt uns, mit uns durch den Pfad und wandert gerne auch mal nach. Ja, sehr schön. Einmal rund um Oberhausen, Futtereinander und Oberhausen Tourismus. Wir umrunden unsere Stadt. So macht man das. Bis bald. Tschüss. Jo, ciao.